Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem weiteren Vlog bei mir, hier auf meinem Channel. Und ich sag erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt und immer noch so treu geblieben wart, dass ihr mich nicht deabonniert habt, wobei jetzt ein bisschen eine nicht so viel rauskam. Dazu werde ich noch auf jeden Fall kommen. Ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, dass ihr bis jetzt mir so brav die Stellung gehabt, dass ihr so viel Spaß dran habt, mit mir meine Folgen zu gucken, die ich rausbringe, meine Spiele zu spielen und auch ein bisschen interaktiv mit mir dabei seid, auch ein bisschen Feedback gibt, das mir natürlich auch weiterhilft und ich sage vielen Dank dazu. Dazu möchte ich erstmal zu dem Vlog hier erstmal eingehen. Ja, ich muss dieses Vlog jetzt zum dritten Mal aufnehmen. Warum muss ich es zum dritten Mal aufnehmen, fragt euch, weil es jetzt schon zweimal hintereinander dieses blöde Shadowplay keinen Ton aufgenommen hat. Ich habe es dreimal getestet, Ton aufgenommen. Und nachdem ich fertig war mit einer kompletten Vlog-Aufnahme, wieder kein Ton da drin. Und ich hätte so abkotzen können, weil ich das jetzt alles nochmal erzähle. Und ich hoffe natürlich, dass ich nichts vergesse. Kann natürlich passieren, deswegen erstmal pardon, falls ich was vergesse. Aber nochmal Dankeschön. Ich habe zum Glück einen kleinen Zettel mit den Hauptthemen und darauf versuche ich jetzt einzugehen. Ich werde bestimmt was vergessen, naja. Dann hatte ich ja einen Tag keine Folgen rausgebracht. Übrigens, das ist voller Spanner, Periskop, weil... Das guckt da irgendwie fast da rein, ne? Ist nicht so gut aufgestellt. Naja, ich hatte ein technisches Problem. Ich hatte ein paar jetzt einen Tag zum Beispiel gar keine Folgen rausgebracht oder da hing es ein bisschen. Woran lag es? Ja, ich habe die ganzen Folgen, die ich aufgenommen habe, das sind ein Haufen Folgen gewesen, auf eine Festplatte kopiert, transportiert und wollte auf einen anderen Rechner diese Daten auslesen. Ja, leider hat der andere Rechner gesagt, na, die Festplatte wäre nicht formatiert, ich muss sie erst formatieren, um drauf zuzugreifen. Es sind keine Daten auf der Festplatte. Ausnahmsweise habe ich nicht die Daten verschoben, sondern kopiert gehabt. Dadurch sind die Aufnahmen nicht verloren, sonst wäre alles weg gewesen. Ich bin wirklich heilfroh, dass ich die Sachen jetzt verspätet, aber noch hochladen kann. Sonst hätte ich wirklich viele Spiele, viele Aufnahmen nochmal machen müssen. Wie gesagt, tut mir leid, technisches Problem, kann ich nichts für, hätte man, ich weiß nicht, ob man das vorher hätte wissen können, aber... Ja, wie gesagt, das ist ein Grund und ich hoffe, ihr verzeiht mich. Kann da nichts für, ich versuche sowas immer vorab zu abzufangen, genau wie mit der Aufnahme hier mit dem Sound. Dreimal getestet, an unterschiedlichsten Stellen und ich hatte immer Sound, dann nehme ich das Ganze auf und er hatte wieder keinen Sound. Und ich bin so am Abreiern gerade. Naja, so, dann möchte ich auch mal auf DayZ eingehen, weil ich ja gesagt habe, hier keine Aufnahme und die kommen ja immer noch unregelmäßig. Momentan quäle ich mich einfach dazu, DayZ zu spielen. Aber woran liegt das? Ja, das liegt an der momentanen Update-Version, die draußen ist. Also, erstmal diese Update-Version. Es gibt keine Sache in DayZ, die fehlerfrei ist. Bedeutet, ihr könnt unendlich essen, unendlich trinken. Die Leute dubeln sich momentan ihr Equipment, und zwar das gesamte Equipment. Was bedeutet dubeln, für die, die das nicht wissen? Sie machen einen kompletten Charakter. Oder wie das hier. Legen einen zum Beispiel Rucksack, Waffe auf dem Fußboden, wo der Rucksack komplett gefüllt ist mit allem, was sie brauchen. Und dann kopieren sie sich im Grunde diese Gegenstände und gehen mit Kopien in einen Kampf. Aber was bedeutet das denn für normale Spieler, wie wir sind? Also 90% der Spieler würde ich sagen dubeln, 8% sind Cheater und 2% spielen richtig. Wir sind tatsächlich einer der 2%, die ehrlich spielen, weil wir extrem was dagegen haben. Und aber was bedeutet das tatsächlich? Die Leute spielen, ballern wie wild drauf, lassen sich zerschießen, zerschießen den Gegner einfach sinnlos, halten mit Munition durch hier so eine Holztür, einfach drauf, bis der Gegner auf deiner Seite irgendwann mal tot oder getroffen wird und verbunkern sich in Häuser, was sie normal nie machen würden, wenn sie das Zeug looten müssten. Aber sie müssen es nicht, sie kopieren es sich einfach. Sie spielen also völlig anormal und momentan ist es wirklich ein reines PvP-Game, in die Leute wild M4 drauf. Das hat jeder eine M4. Und die paar, die keine M4 haben, wie wir, die zum Beispiel mit Mosin spielen, müssen aufpassen, dass sie nicht entdeckt werden, weil dann wird nur noch drauf gehalten. Das ist wirklich die absolute Katastrophe momentan. Das ist auch echt frustrierend. Zudem, wie gesagt, wo ich ja bei den Bugs gerade bin, das heißt, wir suchen uns das Zeug ehrlich, wir schießen uns ehrlich. Jetzt stellt euch mal vor, so, ihr steht hier. Und ich bin einen Tag viermal gestorben. Einmal abgeknallt worden, kann passieren. Zweimal bin ich auf, wenn das hier aus Stahl wäre, auf so einen Übergang lang gelaufen, hab mich geduckt, hab geschossen, hab gewartet und mittendrin auf einem... Oh, was hab ich da angeklebt? Naja. Und mittendrin auf einmal, was passiert? Der Charakter stirbt einfach. Durch einen Bug, durch einen Glitch stirbt er einfach, und zwar an Ort und Stelle, aber genau wieder oben. Die Leiche liegt da mit den kompletten Sachen. Hose ruiniert, Schuhe ruiniert, kein Schuss gewesen. Einfach tot umgefallen. Zweimal passiert. Und einmal bin ich durch eine Mauer durchgeglitscht, als ich die Waffen gewechselt habe. Wie habe ich denn das gemacht? Das ärgert mich gerade ein bisschen.
Naja, so eine, das hier als Stahlträger plus hier unten noch so ein Betonabsatz gewesen, hockte ich, stand auf, hab mit einer Maschinenpistole geschossen, da war der Spieler so weit weg, dass ich mit der Mosin schießen konnte, hab die Waffen gewechselt, durch diese Animation, wo er sich dahin hockt, hat er sich selbst durch diese Wand durchgeschoben, ich bin runtergefallen und war instant tot. Und da bin ich an den Tag so ausgerastet, ich konnte das Spiel nicht mehr spielen. Momentan kämpfe ich damit, DayZ zu spielen. Es tut, also keine Angst, es kommen noch Folgen, ich kann aber nicht sagen, in welchem Abstand und wie weit. Wie gesagt, diese Update-Version ist einfach die absolute Katastrophe. Die Zombies können durch Wände schlagen, die schlagen durch mehrere Stockwerke, laufen durch abgeschlossene Türen, man kann unendlich trinken und unendlich essen, die Leute dubeln sich ihre Sachen, der Loot liegt vereinzelt auf einzelnen Punkten, auf der Rest der Map ist leer, weil das Loot-System nicht funktioniert, es ist ein reines PvP-Game geworden, die Server crashen zwischendurch drin einfach, dann verdient Spawn Sachen, also das Einzige, was liegen bleibt, für die, die es vielleicht nicht wissen, Rucksäcke und Waffen und First Aid Kits, genau wie gelbe Boxen, bleiben liegen. Alles andere despawn. Jacken, Westen, despawn einfach zwischendrin, obwohl das ein Persistenz-Server ist. Total ätzend, wie gesagt, Server crashen, die Sachen sind weg. Ich habe meine Sachen habe ich abgelegt, bin losgelaufen, Server crashed, Sachen weg gewesen, weil die nicht mitgespeichert wurden. Mit sowas kämpfe ich eben halt. Und dann soll ich vernünftige Aufnahmen machen, wo mir das die Spiellaune verdirbt. Und das sollte ja eigentlich im Vordergrund von Let's Play sein, dass ich Spaß dran habe, ihr Spaß dran habt, wenn ihr mir zuguckt und wir zusammen ein vernünftiges Spiel machen könnt. Dass ihr Spaß habt, wie ich da das Spiel spiele. Oder ihr mir Feedback gebt, dass ich auf eure Sachen eingehen kann und dass wir das dann so spielen. Aber es ist momentan echt schwer. Ich hoffe, dass die nächste Version besser wird. Ja, dabei komme ich gleich auf die Zukunft von DayZ. Denn die übernächste Version ist wohl momentan gerüchteweise im Umlauf. Aus Performance-Gründen werden Zombies rausgepatcht. Was bedeutet das für ein postapokalyptisches Survival-Zombie-Game? Keine Zombies, kein Survival. Hallo, was machen die aus dem Spiel? Wie soll man denn so ein Spiel noch spielen? Wo ist denn da noch die Herausforderung? Die Updates-Intervalle sind riesengroß. Nimm doch mal andere Spiele wie Miscreated oder sowas. Da sind die Update-Intervalle klein oder zumindest werden Bugs ganz schnell behoben. Bei DayZ denken sie nicht mehr dran. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das letzte Update rausgekommen ist. Also wie gesagt, ich quäle mich momentan. Es werden noch Folgen kommen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß damit. Bitte verzeiht, wenn die bei der momentanen Update-Version echt unregelmäßig bis gar nicht kommen, weil es ist halt einfach furchtbar. Ihr müsst mich nicht gleich deabonnieren. Oh, DayZ, wenig bis gar nicht. Es bringt kaum noch einer DayZ raus, sondern ich habe ja noch andere Spiele und... Da müsst ihr den anderen Spielen auch einfach mal eine Chance geben, auch kleineren Namen, wie zum Beispiel The Hutman oder sowas, das könnt ihr euch gerne angucken, ist grafisch jetzt nicht der Hit, aber es ist Spaß und spannend gewesen, das zu spielen. Ich habe mich echt da so erschreckt, teilweise, dass ich gegen das Mikrofon gehauen habe und gehen ja auch nicht so lange, die Displays. Wie gesagt, ich werde jetzt wohl eventuell DayZ und immer ein anderes No-Name bzw. Horror-Game oder irgendwas rausbringen, irgendein Spiel, was ihr vielleicht nicht kennt oder auch kennt, weil ich habe ja nicht nur viele, viele Spiele gekauft. Hey, da freue ich mich schon drauf, wenn die rauskommen oder die zu spielen. Und ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf. Ich verrate keine Namen. Das sind aber viele Spiele gewesen. Das heißt, ihr werdet euch auch auf einen Haufen Spiele gefasst machen können, die auf meinem Channel erscheinen werden. Und ich hoffe, wir werden beide, also du und ich, Spaß daran haben, dieses Spiel zusammen zu spielen. Ihr könnt, wie gesagt, durch die Kommentare auch aktiv Einfluss auf so ein Spiel haben, indem ihr was schreibt, was ich mal versuchen soll, auf das ich verbal eingehen kann, was ich nicht weiß oder sowas. Ja, und ich hatte auch ein paar Namen, also nicht nur No-Name-Spiele, sondern auch gute Spiele haben, die auch einen großen Namen haben. Also AAA-Games werde ich tatsächlich auch spielen, auch wenn sie nicht ganz aktuell sind. Und da werde ich nur einen einzigen Titel nennen, auch bei den No-Name-Games werde ich keinen Titel nennen, sondern bei den AAA nur einen einzigen, damit ihr eine Ahnung habt, zum Beispiel StarCraft 2. Jetzt sagen sich einige vielleicht von euch, das musste ich tatsächlich lernen, StarCraft 2, was ist ein StarCraft? Und ich dachte, als ich das gehört habe, was, ihr kennt kein StarCraft? Ich habe das gesuchtet, den ersten Teil. StarCraft 2 wird ein Let's Play von rauskommen. Lasst mir aber ein bisschen Zeit. Ich muss da ein bisschen im Voraus aufnehmen. Muss auch so ein bisschen aufnehmen. Ich muss ja noch Miscreated aufnehmen, Blockstorm aufnehmen, Renegade aufnehmen. Es kostet mich alles Zeit. Und wie gesagt, alle Aufnahmen, die ich mache, mache ich in meiner Freizeit. Von meiner freien Zeit, die ich neben der Arbeit mache. Und von meinem privaten Geld. Ich verdiene nichts beim aktuellen Stand an YouTube. Heißt ja nicht, dass sich in Zukunft vielleicht was ändert, wenn aus irgendeinem Grund mich super viele Leute abonnieren. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich mache das wirklich momentan aus Spaß, dass wir zusammen ein Spiel spielen können, dass ihr mir dazugucken könnt oder sowas und Spaß an unserem Let's Play habt. Ne? Das bin ja bei DayZ ja nicht nur ich alleine, bei den anderen Spielen ja, aber bei DayZ bin ich ja halt nicht alleine. Und ich hoffe, euch macht das dann trotzdem Spaß und sowas. Und darum geht's halt.
Ja, wie gesagt, StarCraft kommt und noch einige andere Spiele. Lasst euch mal sein. Wie gesagt, ich habe einen Haufen Horror-Games, noch ein paar Survival-Games und sowas. Gebt den Spielen einfach eine Chance. Guckt doch einfach mal bei YouTube in die Playliste rein. Guckt euch mal ein paar an. Vielleicht gefällt euch das ja im Nachhinein. Vielleicht sagt ihr, das ist ja gar nicht so schlecht. Ich muss das ja bei Miscreated zum Beispiel sehen. Wie viele sagen, ey, Miscreated, also ein Kommentar, den möchte ich zitieren, weil ich sehr froh darüber bin. Ich mag solche Kommentare gerne, deswegen zitiere ich den mal. Dass Miscreated wie H1Z1 ist, nur mit besserer Grafik. Aber man selbst wäre ja nie auf die Idee gekommen, sich Miscreated zu holen, wenn man das nicht in einem Video gesehen hat. Sobald haben alle was und ich habe da was von, dass ich euch das zeigen kann, dass ich Spaß habe, dass ich die Klickzahlen sehe als eine eigene Bestätigung für die Arbeit, die ich mache. Vielleicht ein paar Abonnenten mehr, was mich natürlich aufreut, weil das nochmal wieder eine weitere Bestätigung für mich ist. Und ihr natürlich, weil ihr ein Spiel seht und auch Spielspaß dran haben könnt, wir auch zusammen bestimmte Sachen rauskriegen. Und das meine ich, man muss Spielen einfach eine Chance geben. Und wie gesagt, gerade Miscreated ist gerade mein Paradebeispiel dafür. Und dieser die Update, weil das ist ein Spiel, es lohnt sich zu kaufen. Und momentan ärgere ich mich so sehr über Daisy, dass ich sage, holt euch lieber Miscreated, wobei Daisy an sich besser ist, wenn es mal eine spielbare Version rauskommen sollte. Wobei ich momentan nicht dran glaube, um ehrlich zu sein, aber man weiß es nicht. Ja, und an der Stelle kommt natürlich jetzt genau das, was ich von euch wissen wollen würde. Und zwar, welche Spiele guckt ihr denn bei mir? Wenn ich dann weiß, oh, guck mal, ganz viele schreiben Miscreated in die Kommentare rein, dann muss in Anführungsstrichen, wenn das Spiel mir keinen Spaß mehr macht, spiele ich es nicht mehr. Das steht im Vordergrund, dass ich meinen Spielspaß sich natürlich in den Videos widerspiegelt. Aber wenn es heißt, oh, nehme ich das Spiel raus oder das Spiel raus und alle sagen, oh, ich möchte aber Miscreated sehen, werde ich dann zum Beispiel lieber Miscreated drin lassen, anderes Spiel rausnehmen. Ist ja nur ein Beispiel dafür. Aber mich interessiert, was guckt ihr, was wollt ihr weiterhin sehen oder welches Spiel wünscht ihr euch vielleicht? Vielleicht habe ich ja ein Spiel auf meiner Liste, was ich hinten angestellt hätte ganz weit, wo ihr sagt, das möchte ich aber unbedingt sehen und dann packe ich das natürlich nach vorne. Warum nicht? Also ich bin da ein bisschen auch auf eure interaktive Mithilfe angewiesen, dass ihr dann in die Kommentare schreibt, das und das Spiel, das und das möchte ich gerne sehen, dann kommt das natürlich auch. So, das ist natürlich auch meine Gegenkommen dazu, dass ihr natürlich mir die Treue gehalten habt bis jetzt und sowas. Denn wir wollen ja einen gemeinsamen Konsens finden und nicht nur mein Ding, natürlich ziehe ich hier mein Ding durch, aber es ist nicht nur mein Ding, ihr guckt das ja auch und ich mache das ja auch für euch. Wenn ihr das nicht gucken wollen würdet, müsste ich nichts aufnehmen, würde mir natürlich einiges an Arbeit ersparen, um zum Beispiel mal die 2,5 Stunden Daisy-Folge zu erwähnen, wenn ich das noch nicht getan habe. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich muss das jetzt zum dritten Mal aufnehmen. Ich habe dafür alleine 14,5 Stunden fürs Rendern gebraucht, dieser 2,5 Stunden Folgen. Plus das Hochladen, was immer wieder von YouTube abgebrochen wurde, warum auch immer, vielleicht war die Datei einfach zu groß. Und das hin und her. Also wie gesagt, ich habe ein ganzes Wochenende nur für die eine Folge gebraucht. Nur damit ihr mal eine Vorstellung habt, wirklich für einen. Und ich habe noch viele, viele andere Videos, die neu gerendert werden müssten und. Und Rendern frisst CPU. Und zwar meist zu fast 100%. Also, ne? Damit ihr mal eine Vorstellung habt. Und damit ihr euch hier nicht so langweilt, wollen wir jetzt am Ende... Wenn ihr natürlich hier jetzt gerade in die Kommentare reinschreibt, das und das Spiel mag ich, das und das gucke ich gerne, bringt das und das mal weiter. Also ich gucke zum Beispiel Miscreated und Daisy, der nächste schreibt rein, nur Blockstorm, der nächste guckt rein, ach, ich gucke mir alles an, freut mich das natürlich. Oder ich möchte gerne das und das Spiel sehen, vielleicht habe ich das in meiner Liste, verrate ich nicht. Ja, schreibt das mal gerne rein und während ihr das macht, helfe ich mal dem komischen Heini hier. Diese beiden... Oh, das lief ja nicht so gut. Eigentlich wollte ich den hier von der Seite reinstechen. Das machen wir gleich nochmal. Naja. Wie gesagt, ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr euch hier informiert habt. Wie gesagt, wenn ihr mich abonniert habt, dann könnt ihr einfach bei Updates gucken, was ich zuletzt hochgeladen habe. Dann seid ihr ja schon automatisch auf den aktuellsten Stand, was für neue Let's Plays rauskommen und sowas. Und für die, die es nicht machen können, guckt doch einfach in meine Playliste rein bei YouTube. Guck mal, der hat es gar nicht mitgekriegt. Und dann seid ihr, wie gesagt, immer auf dem aktuellsten Stand. Dann wisst ihr gleich, das und das ist hochgeladen. Neues Spiel, neues Glück. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich parodiere. Ah, mit I. Naja. Und wie gesagt, wenn ihr ein Abo macht, kostet euch ja nichts, aber ihr bleibt immer aktuell. Für mich ist das ein schönes Zeichen. Ihr müsst mich nicht aktuell, würde mich trotzdem freuen. Ansonsten guckt einfach mal in die Updates los oder in die Playliste von den Spielen und könnt euch ganze Let's Plays reingucken, ganze Folgen, ganze Spiele, soweit die hochgeladen ist. Ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr zugeguckt habt und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem weiteren Let's Play oder in dem nächsten Vlog wieder. Und ich freue mich auf eure Kommentare und danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, euer Nero. Tschüss, Leute.